Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach dem Redebeitrag von Herrn Rohmeier sind wir jetzt zumindest alle wieder wach und folgen diesem spannenden Thema. Wir diskutieren heute die Novelle des Landesmediengesetzes. Das Gesetz regelt im Wesentlichen die Zulassung und Aufsicht von privaten Rundfunkveranstaltern, also Radio und Fernsehen, sowie die Arbeit der Bürgermedien, also Radio Weser TV und Fragen der Medienkompetenz. Zuständig für all diese Fragen ist die Landesmedienanstalt Bremer, die in den vergangenen Jahren viele Projekte gerade in dem Bereich der Medienkompetenzvermittlung gemacht hat. Und auch gerade dabei ist, Radio Weser TV für die Zukunft zeitgemäß und fit zu machen. Aktuell ist die Landesmedienanstalt auch bei dem Projekt der Digitalisierung des Kabelnetzes beteiligt, was mit einer Abschaltung des analogen TV-Signals einhergeht. Diese Umstellung soll sozialverträglich stattfinden, das wurde mit Vodafone erfolgreich verhandelt. Wer aber jetzt noch das analoge Kabel-TV schaut, sollte sich bald über die benötigte Technik informieren, zum Beispiel bei der Bremer oder bei der Verbraucherzentrale. An dieser Stelle will ich der Direktorin der Bremer, Cornelia Holsten, ganz herzlich danken, die das mit ihrem Team sehr gut gemacht hat. Der vorliegende Gesetzesentwurf modernisiert insbesondere den alten Bürgerrundfunk hin zu einem Bürgermedium, das am Ende des Tages auch plattformunabhängig nutzbar sein soll. Die Landesmedienanstalt kann künftig auch besser im Bereich der Filmförderung für unabhängige Filmschaffende aktiv werden. Das begrüßen wir sehr. Wir begrüßen auch, dass nun ein Mitglied des Landesteilhabebeirates Mitglied im Medienrat ist. In der Anhörung des Ausschusses wurden auch sehr nachvollziehbare Vorschläge von der ZGF gemacht zur Geschlechtersensibilität und dem Punkt, um Frauen explizit und stärker mitzudenken. Wir hätten da gerne mehr Änderungsvorschläge der ZGF in diesem Gesetz gesehen, aber dafür gab es leider keine Mehrheit bei den Beratungen. Die Bremer, das wurde schon angesprochen, hat vorgeschlagen, auch für in Bremen produzierte Fake News eine Prüfkompetenz mit Sanktionsmöglichkeiten zu verankern. Ich hätte das sehr spannend gefunden, das auch jetzt schon in dieses Gesetz reinzuschreiben. Ich hoffe aber inständig, dass, wie angekündigt auch von Herrn Öztürk, wir dieses Thema im Medienausschuss weiter behandeln werden und dass dieses Thema nicht irgendwie versandet. Wir hatten als Linke auch den Vorschlag gemacht, dass ähnlich wie in anderen Landesmediengesetzen die Zuständigkeit der Anstalt für Netzneutralität zu normieren. Und wir hatten uns da einerseits an dem Gesetz in Thüringen orientiert, aber auch an dem Gesetz in NRW und haben das offen in die Beratung gebracht, an welchem Gesetz man sich nun stärker orientieren soll. Wir haben das so verstanden, dass es in der Anhörung dazu eigentlich keinen Widerspruch gab, sondern einhellige Unterstützung. Und deswegen war ich auch sehr irritiert, dass es nicht Teil des Änderungsantrages des Ausschusses war, weil selbst wenn die CDU nicht so sicher war, ob sie jetzt dafür ist oder dagegen ist, hätte es eine klare Mehrheit gegeben und so hätte das schon Teil des Änderungsantrages des Ausschusses werden können. Jetzt ist es Teil von dem Änderungsantrag der Koalition. Wer im Ausschuss bei der Anhörung dabei war, der weiß, dass der ursprüngliche Vorschlag dazu von uns kam. Das neue Landesmediengesetz finden wir gut und dem werden wir auch zustimmen. Zu den Änderungsanträgen der Koalition und der FDP. Auch wir hatten die Zeit, uns mit diesen Änderungsanträgen auseinanderzusetzen. Ich finde es ziemlich schwach von der Koalition, einfach zu sagen, wir lehnen den Antrag der FDP ab, weil der kam ja so spät. Ich glaube, der Antrag der Koalition kam deutlich später. Und wir können dem auch nicht uneingeschränkt zustimmen. Deswegen möchte ich jetzt noch mal die kritischen Punkte ansprechen. Bei der Koalition wird die Autonomie des Medienrates an mehreren Stellen unserer Meinung nach eingeschränkt, was wir gar nicht nachvollziehen können. Wir verstehen nicht so richtig, warum soll jetzt ausgerechnet an dieser Stelle die Bremer einen regelmäßigen Bericht über plattdeutsche Formate an die Bürgerschaft schicken, ganz unabhängig, was wir... Also natürlich stehen wir positiv dem Niederdeutschen gegenüber, aber wir sagen ja auch nicht, dass Radio Bremen oder andere Ressorts die ganze Zeit Berichte an die Bürgerschaft schicken soll zu diesem Thema. Uns ist also diese Ungleichbehandlung, warum man hier von der Bremer fordert, diesen Bericht abzugeben, nicht ganz klar. Genau das Gleiche ist bei der Erneuerung des Bürgerrundfunks. Dafür hat nämlich der Medienrat einen eigenständigen Ausschuss gebildet und der wird seine
seinen Aufgaben schon nachkommen. Was wir wirklich schwierig finden, das hat auch Herr Rohmeier eben schon angesprochen, vielleicht hört er auch zu, ist der Punkt, dass man sich jetzt in diesem Gesetz mit den Möglichkeiten zur Wiederwahl der Direktorin auseinandersetzt und das gesetzlich deckeln will. Das gibt es weder bei Radio Bremen, noch gibt es das bei anderen öffentlichen Posten. Und das muss ich ehrlich sagen, ich finde auch den Zeitpunkt, wo das debattiert wird, gerade wirklich schwierig, weil wir wissen, dass es gerade Diskussionen im Medienrat dazu gibt. Und da finde ich es falsch, jetzt da von Gesetzesebene reinzudrücken. Den FDP-Änderungsantrag, den finden wir eigentlich ganz in Ordnung. Wir finden das okay, dass man den Begriff des offenen Kanals ersetzt durch das Wort Medienkompetenzlabor. Das klingt ja tatsächlich ein bisschen frischer. Das finden wir aber gar nicht so entscheidend. Entscheidend finden wir, und das muss ich wirklich ganz kurz noch ausführen, dass Sie, glaube ich, einen Copy-Paste-Fehler im Gesetz gefunden haben. Sie haben nämlich herausgefunden, dass es gerade so drin steht, als ob Mitglieder des Bundestages und des Landtages auch Mitglied im Medienrat sein können. Das können wir aber eigentlich gar nicht so verabschieden, weil im alten Landesmediengesetz stand es auch gar nicht so drin. Ich glaube, das wurde einfach jetzt nur im neuen Landesmediengesetz nicht übernommen. Wenn wir diesen Punkt aber nicht ändern, dann entspricht das neue Mediengesetz nicht mehr den Vorgaben des Verfassungsgerichtsurteils um den ZDF-Staatsvertrag. Und ich bitte deswegen die Koalition, doch noch mal dringend zu prüfen, wenigstens diesen Punkt, wo die FDP-Fraktion nämlich richtig aufgepasst hat, mit aufzunehmen, damit wir ein gutes Landesmediengesetz am Ende haben. Vielen Dank.